Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Ja, wir spielen immer noch, so wie im Alexander der Große. Und wir haben jetzt eigentlich schon, warte, wir haben jetzt eigentlich schon hier alles eingenommen, so wie Alexander, nur ein bisschen anders, also Pergamon war nicht so groß. Pergamon fängt langsam an zu nerven. Vielleicht werden wir die auch ein bisschen beseitigen. Müssen mal schauen. Ja, also Pergamon geht jetzt auch Richtung Norden. Und ich habe mir überlegt, weil es hieß ja, dass also hat sich ja ein Zuschauer gewünscht, voll cool, dass ich ja nach Alexanders Tod einfach weiterspielen soll. Und das werde ich auch machen. Ich werde jetzt hier das fertig einnehmen und dann werde ich so tun, als also ich werde jetzt nicht sagen, dass Alexander irgendwie ja nicht so blutrünstig mehr war und nicht weiter erobern wollte, sondern ich ändere einfach seine Richtung, seinen Weg. Und zwar nicht nach Indien rüber, weil Indien war für die Griechen eine echte Todesfalle, sei es jetzt vom Wetter oder von den ganzen giftigen Tieren. Sondern ich sage einfach, dass er sich dann nach Norden wendet. Dass er hier Skythia und Pontokaspia einnimmt und dann hier ja wieder zurück nach Thrakia, nach Makedonien geht und dann hier eben so ja so ein neues also neues persisches Reich hat er quasi schon gegründet, aber quasi hier so weiter geht. Ja, das habe ich mir gedacht, was wir machen könnten. Ich wollte mich noch bedanken bei allen, die jetzt so tüchtig liken. Also das ist eigentlich meistens nur bis jetzt nur einer oder zwei, weiß nicht. Oder ein paar mehr, die sich halt immer abwechseln. Aber das freut mich immer. Und ja. Genau, ruhig weiter so. Nee, ich mal. Gut, wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Da ist eine Fullstack-Armee drin. Dareias Untergang. Das würden wir sogar schaffen. Aber ich setze mal fort. Und ich werde eine Nachtbelagerung machen. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil das sehr geil aussieht und zweitens, weil seine Armee dann sehr große Moraleinbußen bekommt und das ist ja nicht schlecht. So, Schildträger habe ich hier. Hier habe ich halt nur die einfachen Leutchen. Na, dann hole ich mir einfach mal so eine Armee. Ja, so eine Einheit. Ich gehe mal jetzt hier hoch und hier runter, weil ich muss die die Stadt wieder befreien. Also Pura wird ja gerade wieder belagert. So. Sonst habe ich alles, ne? Ja. Gut, dann war es das schon. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ah, genau, ich scoute ja. Oh, ich wollte noch schauen, wie Rom jetzt sich geschlagen hat, ob die immer noch. Willst du mich verquaken? Was ist los mit dir? Oh.
Was ist los mit dir? Das werden wir jetzt automatisch machen, weil so viele Fernkämpfer wie er hat, ja, das bringt nichts. Das werden wir dann mit entweder Dareios Untergang oder bis zum Rand der Welt machen. Der ist mir ein bisschen zu aggressiv. Also der sollte lieber gegen den Pergamon da unten gehen. Aber was, also versteht mich nicht falsch. Also das, was er macht, ist gar nicht schlecht. Dadurch, dass er das macht, also es würde viel mehr Sinn machen für ihn, dass er mit einer Armee plündernd durch... Ah, genau, ich habe ja eine Situation, das habe ich ja ganz vergessen. Wir fordern nur ein geringes. Nö. Ja, das kämpfe ich natürlich. Auch wenn ich kaum Leute mehr habe, glaube ich trotzdem, dass ich die wenigen hier aufhalten kann mit, ja, wahrscheinlich nicht. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Wenn man von allen Seiten bedrängt wird, dann kann man die Taktik verfolgen, eine Armee, also wenn man mehrere Armeen noch zur Verfügung hat, natürlich. Warte, der hat jetzt wirklich den Rambok hier stehen gelassen. Ah, okay, er hat nicht mehr genügend Leute. Defensivposition! So. Gut, einmal hier, ah, kann ich hier drauf was bauen? Nicht, oder? Schade. Ja, dann bist du mal hier. So. So, dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Trouble hier machen können. Die war daneben. Die war auch daneben. Ich warte noch, bis sie ziemlich nah hier sind. So. Oh, der hat noch einen süßen Elefanten. Feldartillerie wartet auf Befehle. Genau, was ich jetzt sagen wollte mit Baktrien, was die ja gerade machen. Oh, da sind Pikiniere. Die versuchen gerade ein bisschen Zeit für sich zu schinden, was an sich extrem clever ist, weil die dadurch wirklich die haben dadurch mehr Zeit und ja. Punkt, die haben dadurch mehr Zeit, sich wieder aufzubauen und bekommen sogar Geld, wenn sie eben... Wenn... Shoot. Wenn sie eben...
ich kann, also Multitasking bin ich gar nicht. Wenn sie, Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wenn sie plündern. Jetzt hat. Entschuldigung. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General wird angegriffen. Mit Geschossen bewaffnete Reiter zu euren Diensten. Greift die Oppositionen an! Nahkampfgruppen erwarten Befehle. Schießen die auf den? Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Unsere Tore sind komplett zerstört. Ja. Also, vielleicht bekomme ich den auch noch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Irgendwie schießen die nicht. Achso, ja, also, sie kommen nicht ran. Ja, keine. Wir haben einen Turm eingenommen. Oh. Das ist halt echt bitter. Tarantinische Kavallerie! Bürgerwehr! Bogenschützen! Für Zeile! Eure Befehle! Schnell jetzt! Liga Makedoniens! Kavallerie!
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Krieger Makedonien! Ja, Kommandant! Geschosskavallerie bereit! Steinschleuderer! Tarantinische Kavallerie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sehr schändlich, böse. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Wow. Okay, das war eindeutig. Skorpion! Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Schieß ich mal normal. Wow. Schieß mal da drauf. Geschossinfanterie zu euren Diensten. Schnell marschieren. Zu Befehl. Geschosse warten auf Ziele. Also, so lange kann ich ja noch auf ihn schießen. Okay, ich muss nur früh genug wegrennen. Der Feind hat die Tore eingenommen. So, nochmal komplett zurückziehen. Jetzt kann ich auch ein bisschen vorspulen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eigentlich könnte ich mal. Aber dann später, weil der Hauptmann wankt. Warte mal. Das mit der Kavallerie ist jetzt sehr, sehr blöd. Wir haben einen Siegpunkt verloren! Das ist sehr unsere schlecht. Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Naja, glorreiche Niederlage, das war ein bisschen nicht so. Gut. Naja, aber er hätte es sehr viel dümmer machen können, und zwar einfach, also was ihm, glaube ich, ziemlich geholfen hat oder gerettet. Ja, nee, nicht gerettet, sondern geholfen hat, war bei dem Turm, hat er ja links davon eine Leiter, und dass er die dann auch nochmal benutzt hat. Also mit einer kompletten Einheit und die dann in den Rücken von meinen Pikinieren reintun. Das war auf jeden Fall extrem gut. So, Armee zerstört, Eigenschaft erhalten, Siedlung verloren, Truppen rekrutiert, blablub. So. Na dann. Wir sind ein bisschen spät gekommen. Ja, halt die Kavallerie ist extrem blöd bei sowas. Aber, nein. So. Hast du mir gerade wirklich... Ja. Kannst du bitte mal, irgendwann, warte mal. Alles Klammerunruhen. Ich brauche irgendwas gegen. Ja. Ich bräuchte halt ja wirklich irgendwas gegen feindliche Agenten. So. Dann weiß ich noch nicht, ob ich hier das da. Das ist gut. Ob ich den hinterher rennen soll oder ob ich versuchen soll, den abzufangen. Du bist mal ganz still hier. So. Ich werde das jetzt trotzdem einnehmen. Ja, reicht hier. So, dann würde ich da wieder das machen, das machen. Was für ein Unterschied, ne? Das gehört jetzt mir und davor konnte ich mit dem nicht so weit gehen. Ja, aber jetzt schlägt dich mal Alexander Stolz in den... Batscht dich mal in den Nacken. Sollen wir das spielen? Ja, nee, ist schon fast vorbei. Und so... Ja, er hatte nicht so wirklich gute Einheiten. So. Rang 7, das ist schon mal sehr gut. So, Rekruten. Das können wir nicht. Sperre bewaffnet. Und halt für alle Typen. 16 Moral. Söldner mache ich eigentlich nicht. Unbezwingbare Hopliten und
Und Gefährten ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe, aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht auch super ist. Konvertierung. Ach, der ist schon 64. Und ist er schon voll. Schade. Gut. Ja, dann. Ach, ich hätte den spielen müssen. Nur damit ich ja nochmal mit den Mega-Boss da angreifen kann. Warte. Ah, verdammt, das bereue ich jetzt. Gut. Gut, dann nächste Runde werden wir die da bei Nacht angreifen, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!